Hallo ihr Lieben! Hi! Moment! Das, jetzt musst du Hallo sagen. Ja. Immer Hallo! Also, hi! Wir haben uns es gerade bequem gemacht, ihr habt schon gesehen. Wir haben uns sowas Schönes zu trinken gemacht. Hier einen wunderbaren leckeren Tee. Kaffee. Und das Allerbeste, ein Stück von unserem geilsten Brownie Cheesecake. Und warum wir es uns gerade so gemütlich gemacht haben, das erzählen wir euch jetzt. Emma hat heute das Privileg, bei uns sitzen zu dürfen, während die anderen beiden in der Küche sind, denn... Die wurden verbannt, weil sie spielen wollten. Und das wäre ein bisschen laut geworden hier im Hintergrund, wenn wir euch erzählen, warum wir hier gerade so sitzen. Und warum sitzen wir hier? Wir möchten euch ein bisschen die letzten 2 Wochen Revue passieren lassen, mit euch zusammen. Und so ein bisschen mal ausplaudern, was jetzt wirklich passiert ist. Weil es gab schon einige Nachfragen, was jetzt von meiner Seite aus mein neues Leben angeht. Und ihr habt schon ganz viel mitbekommen von Laura, wie sie sich gerade schlägt. Und da wollen wir mal so ein bisschen gucken. Ich kann von den letzten 2 Wochen erzählen und Laura wird wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen, so einen Ausblick, was genau, was so in kommt. Der nächsten Zeit noch ansteht. Denn da sind so ein paar coole und uncoole Sachen. Was wir euch natürlich nicht unterschlagen wollen, ist, dass wenn euch die Videos gefallen, ihr unbedingt einen Daumen nach oben da lassen dürft und super gerne auf den Kanal unten abonnieren dürft und gebt einen Kommentar ab, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer mitbekommt, wenn wir ein neues Video hochladen. Genau, das ist jeweils Dienstag und Donnerstag um 15 Uhr und ich habe es gelernt, samstags um 10. Richtig! Genau, gut 2 Wochen ist es jetzt mittlerweile her, dass ich die Tage in der Woche fast alleine zu Hause verbringen, sagen wir zu viert alleine zu Hause und Nils auf Achse ist. Mhm. Also ich bin auf einem neuen Job, einer neuen Arbeit und Laura muss hier den Alltag alleine schmeißen. Und was sind so die Tücken? Kochen. Okay. Und mit 3 Hunden gleichzeitig spazieren gehen, wovon eins ein Baby und das andere eine pubertierende Nichtswissenderin ist. Okay. Ist auch grandios. Kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr unbedingt Bock habt, euch zum Affen zu machen draußen, probier's mal. Was ich ziemlich cool finde, du hast dir einen Plan gemacht. Genau, ich habe mir einen Mealplan erstellt. Zumindest den Plan habe ich gemacht. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, heute ist wirklich der Tag, bevor ihr morgen das Video seht. Also ist es jetzt schon 1,5 Wochen her, fast 2 Wochen her, dass ich an dem Montag, wo ich Nils Schultüte gebastelt habe, Vlog verlinke ich euch übrigens auf dem kleinen i, da saß und gesagt habe, wir müssen mal einen Tages- und einen Wochenplan schreiben. Der ist noch nicht geschrieben. Aber stattdessen habe ich einen Mealplan. Aber hey, 2 Wochen. Das Coole ist, ich habe einen Riesenluxus gerade. Immer wenn ich abends nach Hause komme, das ist so meistens gegen 17:30 ungefähr, bin ich wieder hier zu Hause, dann kriege ich ein leckeres Essen vorgesetzt. Und ich muss wirklich sagen, es ist lecker. Ich habe gesagt, er muss das sagen, weil das könnt ihr gerade nicht sehen. Meine Hacke bohrt sich gerade ziemlich tief in seinen Fuß. Nein, das stimmt nicht. Ich bin wirklich total, kann man sagen, positiv überrascht. Denn, nein, es ist wirklich so, Laura hat vorher gejammert und hat gesagt, ich kann doch gar nicht kochen und es wird alles nicht. Und die meiste Zeit, muss man sagen, so die letzten Jahre habe ich gekocht. Also ich habe... Immer, ich war die, die... Das Gemüse geschnibbelt hat. Ganz tolle Küchenhilfe. Und ans Kochen wollte sie sich nicht so richtig trauen. Und jetzt ist ein Muss, ein Zwang. Und ich muss sagen, das ist richtig cool geworden. Und ihr habt ja schon gesehen, es gibt immer mal was anderes. Also, was habt ihr gesehen? Die Pizza, die selbst belegte, das ist ja jetzt nicht so die große Kunst. Dann das Brotbacken, das kannten wir auch schon. Dann habe ich gestern was Geiles gemacht. Gestern habe ich einen Auflauf gemacht mit Kartoffel, Feta und Hack. Also das erste Hack ist leider schwarz geworden, aber das haben wir niemandem erzählt. Dafür ist das nächste dann gut geworden. Ja. Und ja, dick mit Käse überbacken. Was sehr gab's lecker. Sonst noch schon? Reispfanne, also genau. Die asiatische Reispfanne habe ich auch schon gemacht. Genau. Es war schon relativ viel, ne? In den 2 Wochen. Es gab Pommes. Ja. Die haben mich allerdings fast verbrennt. Sehr knusprig, aber es war okay. Also es war wirklich okay. Nein, ich muss sagen, ich werde ganz, ganz toll versorgt hier. Ich weiß, dass es jetzt eine riesen Umstellung ist für Laura, denn wir haben natürlich jetzt gerade das letzte Dreivierteljahr, wo wir mit YouTube angefangen haben, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Das heißt, wir haben wirklich die Tage miteinander genießen können, zusammen einkaufen, zusammen vorbereiten fürs Kochen, zusammen putzen, alles Mögliche. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Das heißt, an den Wochenenden kann ich natürlich umso mehr mithelfen. Deshalb muss er morgen das Bad putzen.
Ja, muss ich wohl. Und dann halt, wenn ich nach dem Job nach Hause komme, dann kann ich mit den Hunden ein bisschen mehr machen, sie nochmal ausführen und so. Damit kann ich Laura, glaube ich, ein kleines bisschen entlasten. Und, warte, Punkt dazu, bevor du aber sagst, ganz wichtiger Punkt, denn die Mädels sind natürlich jetzt 10 Stunden fast am Tag nur mit mir zusammen und die freuen sich, wenn er abends nach Hause kommt. Das ist echt wie, wenn die Kinder zu Hause happy sind, wenn Daddy nach Hause kommt. Ja. Und genau das ist halt mit den Hunden dasselbe. Die haben den ganzen Tag über nur mich und wenn dann mal der Raufbold nach Hause kommt, mit dem man ordentlich toben kann, dann wird genau das gemacht. Die Begrüßung ist einfach sehr warm und herzlich und es kommt sogar so, dass es meistens Laura ist, die als Letzte begrüßt wird, leider. Aber die Hunde lassen mich nicht durch. Ah, da seht ihr, wie die Prioritäten hier stehen zu Hause. Was nebenbei noch ganz toll abfällt, ist zum Beispiel so ein richtig leckerer, schöner Brownie-Kuchen, weil du jetzt teilweise dann nochmal Zeit hast und dann Lust hast, so einen Kuchen zu machen. Das ist natürlich auch schön. Absolut, absolut. Und vielleicht bevor Nils gleich was zu seinem Job erzählt, kann ich euch erzählen, was für mich als Nächstes so ansteht, denn das hat nämlich auch mit der Küche zu tun. Denn heute ist eine riesige Lieferung angekommen. Eine Bestellung. Ich weiß nicht, wie viele Kisten das waren. Ich kam nach Hause. 5, 6, 7? Der Flur voll. Aber es sind auch noch deine Pakete, die zurück müssen. Ja, das stimmt. Ne? Aber es ist angekommen, eine Bestellung für unseren Kühlschrank. Denn ich will den Kühlschrank unbedingt umorganisieren. Und ich weiß nicht, ob ich das schon am Wochenende schaffe und mache und ob es mich überkommt, damit ich diese Kartons loswerde. Oder ob wir das in der Woche machen. Aber egal, wie ich mich entscheiden werde, ich werde euch mitnehmen und gucken, dass ich unserem Kühlschrank so ein bisschen roten Faden gebe. Und auch meine Teeschublade, wollte ich sagen. Meine Teeschublade muss ich neu organisieren und ein bisschen aufräumen. Denn das stapelt sich und ausgekippt und so. Also. Und das Coole ist, wir haben gemerkt, dass eigentlich nach jeder Organisationsorgie, werde ich sie mal nennen, sprich mit der Abstellkammer, da haben wir übrigens auch ein Video, das können wir euch auch nochmal verlinken, diese Ordnungssysteme irgendwie einzuführen, hat uns sehr weit nach vorne gebracht, weil gerade in einer, also wir haben ja keine kleine Wohnung, aber wir haben wenig Abstellflächen und da muss man doch gucken, dass man das gut organisiert bekommt und jetzt, ja, da wir auch ein bisschen mehr einkaufen oder sagen wir mal größere Einkäufe machen, müssen wir gucken, wie wir das Ganze im Kühlschrank unterbringen. Und das ist natürlich dann mit solchen Organisationssystemen, die wir jetzt bestellt haben, ganz, ganz toll. Und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich schon drauf, wie das aussehen wird. Mhm. Und noch ein kleiner Tiefpunkt, bevor du mit deinem Hoch anfängst. Ja. Was auch noch ansteht, ist, in knapp anderthalb Wochen hat hier Madame Schnarchner so nochmal eine Zahn-OP. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Leider wieder. Ich war Dienstag beim Tierarzt und da kam halt bei raus, dass leider wieder was abgebrochen ist, dass die Zähne doch so morsch sind. Und deshalb haben wir nochmal einen Arschtritt von uns selber bekommen, unbedingt mit den beiden kleinen Zähneputzen zu etablieren und auch regelmäßig. Denn das hat jetzt so 1-2 Tage ausgesetzt, aber muss unbedingt wieder ran und ja. Wir hoffen einfach, dass Emma da gut durchkommt. Ist aber alles wohl weniger wild als im Sommer. Aber ganz ehrlich, wenn wer schon 26 Zähne langsam los ist, da ist auch nicht mehr viel zu ziehen. Wir gucken, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt, aber ich verspreche euch, Emma ist total fit, die hat Spaß. Wir haben so ein neues Büffelhorn zum Kauen, da kaut sie auf der Felge mit, auch mit den Zähnen, die abgebrochen sind. Sie hat wirklich keine Schmerzen und das ist das Wichtigste. Und bis dahin gucken wir jetzt einfach mal, dass wir es noch ein bisschen Zeit totgeschlagen kriegen. Und jetzt darfst du endlich erzählen, worauf alle schon warten. Denn ich weiß, dass ganz, ganz viele interessiert, was ich jetzt genau mache. Ich hatte es ja kurz angedeutet, dass es was im Gesundheitswesen ist. Und es ist etwas, was mich selber überrascht hat, weil ich seit Januar angefangen habe, so richtig nach Jobs zu suchen. Ich habe vorher natürlich auch schon ein bisschen gesucht. Ich habe mir aber damals gesagt, das Jahr 2020 mit diesem Berufsverbot, was ja auferlegt wurde für Musiker durch Corona, nehme ich mir als mein Sabbatical, was ich für mich als Erholung von den ganzen letzten Jahren des Tourlebens mir für mich selber sozusagen mich beschenkt habe damit. Ich konnte das zum Glück, weil ich genug Rücklagen hatte finanziell. Aber ich habe gesagt, damit starte ich dann mit neuer Energie im neuen Jahr durch. Und es hat witzigerweise relativ schnell geklappt. Ich habe hier in Kiel eine Stelle gefunden, die in einer radiologischen Praxis ist. Das heißt, ich komme eigentlich wieder zurück zu meinen naturwissenschaftlichen Wurzeln. Hat überhaupt nichts mit Gesang zu tun. Ich weiß, ich wurde auch schon ganz oft in der Praxis gefragt, kannst du nicht nochmal was singen? Ich habe gesagt, nein, das ist erstmal vorbei. Das heißt, wenn vielleicht mal auf dem Klo da oder was weiß ich. Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier, wer weiß.
Aber ich bin jetzt im medizinischen Bereich. Und das ist unheimlich toll. Ich merke, der Kontakt zu Menschen und der Umgang mit Patienten macht mir unheimlich Spaß. Ich habe dort so ganz viele verschiedene Aufgaben, die ich da erledigen soll und darf. Ich stehe sogar an den MRT-Geräten. Für alle, die das nicht kennen, was MRT ist, Magnetresonanztherapie. Kann man mal googeln. Tomografie. MRT, ja doch. Ja, Madame hat recht. Die Medizinerin mal wieder. Und es macht wahnsinnig Spaß, diese Technik zu sehen, die Anatomie, die man teilweise dann zu sehen bekommt, oder nicht nur teilweise, sondern ganz viel, natürlich auch mit Krankheiten dort in Kontakt kommt, dann die Patienten da betreut. Das macht einen wahnsinnigen Spaß und ich bin seit 2 Wochen da und muss sagen, das ist was, wo ich mir vorstellen kann, dass es etwas länger wird. Und was ich wahnsinnig toll finde, wo ich super stolz auf ihn bin, es ist ja ein Job, den man eigentlich als Lehrberuf lernt. Und zwar ist es der Job des MTRA, medizinisch-technisch-radiologischer Assistent. Also sprich das, was man früher Arzthelfer genannt hat. Heißt ja jetzt, wie heute alle Berufe anders heißen, großklingender ist aber am Ende der Job, ne? In die Richtung geht's, genau. Ja. Und was ich so toll finde, ist, dass Nils einfach jetzt schon so viel mehr Aufgaben übernehmen darf, die wir gar nicht erwartet nee, hätten, dass ja. Es so schnell überhaupt, also dass die Chance überhaupt besteht und dann ja. Auch noch nach nicht mal 2 Wochen. Also ja. Das ist schon echt irre. Also insofern, ich bin jetzt in einem medizinischen Beruf tätig. Ich nicht. Und bin da sehr, sehr happy drüber und es macht wahnsinnig Spaß. Und nur noch mal ganz, ganz kurz, weil die Frage in den Kommentaren jetzt noch 1-2 Mal in der letzten Zeit aufgetaucht ist, warum ich denn gesagt habe, ich sei Hausfrau. Ich habe mein Studium nicht pausiert. Das ist so, dass meine Prüfung immer wieder verschoben wurde, beziehungsweise ich die Prüfung jetzt nicht angetreten bin, aufgrund von Corona und die Prüfung von August erst auf März verschoben wurde und jetzt von März wieder auf den nächsten August. Das heißt, bis August bin ich wirklich zu Hause und drehe nicht Däumchen, aber schneide die Videos. Und auch hier nochmal ein riesiges Danke für euer Vertrauen ja. Und dafür, dass ihr gesagt habt, dass das in Ordnung ist, was ich da mache. Und ich bin da auch jetzt ganz stolz drauf, dass ich mich da doch relativ schnell eingearbeitet habe. Obwohl ich sagen muss, ich stehe lieber vor als hinter der Kamera und auch im Schnitt. Nils macht das schon ganz gut und immer wenn er da ist, dann versuche ich ihm das auch so zu schieben. Einfach, weil er da auch mehr Spaß dran hat. Ja. Und wenn das jemanden auch noch erfreut, dann darf er die Aufgaben gerne übernehmen. Meinetwegen zumindest. Ich back dann lieber noch einen Kuchen mehr für uns. Ja. Genau. Also so viel zu mir und zu dir. Genau. Und wir haben hier noch eine Kleinigkeit, die wir mit euch zusammen teilen wollen. Denn wir haben uns hier 2 Glückskekse hingelegt und wir wollten mal schauen, was da so drin steht und mal schauen, ob das vielleicht irgendwelche zukunftsrelevanten oder gegenwartsrelevanten Sprüche sind. Aus dem Tiefschlaf. 3-mal dürft ihr raten, wer gerne Glückskekse. Und jetzt schauen wir mal. Oh, meins ist schön, meins passt. Ich hab's noch nicht gelesen. Meins war so kurz. Meins passt auch. Freuen Sie sich auf schöne Stunden. Oh, das ist doch passend. Und bei mir steht, Sie sind originell und kreativ. Nein, du bist kreativ? Ja, wo kommt das denn her? Keine Ahnung. Also, ihr seht, die Glückskekse Fortuna. Total wahr. Also, die, recht. Die ja. Sind total wahr. Ja. Kauft sie euch um. Also, gut, dass auf Glückskeksen nie was Allgemeines draufsteht, ne? Ja. Also, ich finde das schon echt cool, wie exakt das auf uns ja. Zugeschnitten ja. Ist. Ja, Emma, wir können gleich essen. Sieht geil aus. So. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Talk. Wir wollten es mal ein bisschen anders machen, als wir sonst diese Videos machen. Und hoffen, dass ihr ein bisschen Informationen von uns jetzt bekommen habt, dass ihr ein bisschen beruhigter seid, was wir beide machen. Von Laura habt ihr es ja, wie gesagt, schon gesehen und von mir habt ihr es jetzt gehört. Und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Bis dann! Ciao!